Es ist Adventszeit. Zeit der Liebe. Zeit der Freude. Und Zeit der Weihnachtslieder. Ja, und das ist auch schon direkt der Grund dieses Videos. Ich richte dieses Video an Hetradio FFH, die zurzeit den Last Christmas Adventskalender laufen haben. Warum? Es gibt endlos viele Weihnachtslieder und fast keines davon finde ich gut. Jedes Jahr laufen sie schon ab Sommer wieder und schüren in mir unerkannte Wut. Ob im Radio in der Christmas-Playlist, ob auf RTL im Jahresrückblick, es wirkt schon fast, als ob man sich vor Angst einpisst, wenn nicht jeder zweite Song ein Weihnachtssong ist. Doch all diese Lieder, von Mariah Carey bis zu Michael Bublé, hör ich zweimal wieder, doch alles in allem sind sie doch ganz okay. Aber warum Last Christmas? Und warum jeden Tag? Denkt ihr wirklich, das ist es, was jeder Zuschauer mag? Warum nicht Wonderful Dream oder die 10. Version von Let It Snow? Oder vielleicht mal was ganz Neues? Jeder kleine Künstler wäre froh. Man muss den Song ja nicht direkt verfluchen, aber ehrlich, ihr macht es mir nicht leicht. Und bevor ich anfange, Vorteile zu suchen und die Nachteile zu meiden, sag ich euch es lieber gleich: Ich kann den Song nicht leiden. Ich kann den Song nicht leiden. Danke.